Hallo Leute und willkommen hier bei MiApplecat. Hier steht mein Ninebot Max G30D2 und wir fahren noch eine kleine Runde. Es ist so schönes Wetter und ich dachte mir, wir fahren heute mal eine ganz besondere Strecke. Ich hoffe erstmal, dass der Ton gut ist. Ich habe ein bisschen anderes Setting hier auf dem Kopf sozusagen. Ups, ich sollte vielleicht das Teil nochmal einschalten. Ja, bin ein richtiger Profi. So, jetzt geht's los. Ich habe ein bisschen anderes Setting auf dem Kopf. Ich habe nämlich einen anderen Helm mit Schutzvisier. Und da weiß ich noch nicht so genau, ob der Ton da so sauber für euch rüberkommt. Ich hoffe aber, ja. Also wir fahren auch heute eine besondere Strecke, die ich noch nie gefahren bin, die eigentlich so gut wie noch nie jemand gefahren ist. Und zwar die verbotene Straße. Jawohl. Und die verbotene Straße ist eine Umgehungsstraße, die, glaube ich, schon fertig gebaut, aber noch nicht offiziell freigegeben ist. Ja, ich bin da von der anderen Seite schon mal zu Fuß drüber gelaufen, also ein gutes Stück, und denke, ich weiß auch, wo wir jetzt hier auf diese Straße drauf kommen, um dann quasi unsere völlig autofreie Premierenfahrt hinzulegen. Ja, an so einem schönen Samstagabend im Oktober, wo noch mal ein bisschen die Sonne rauskommt, ist nicht zu kalt. Und ich dachte mir, das müssen wir sofort mal ausnutzen. Uns auf den Roller schwingen. So, hier geht's runter. Uns auf den Roller schwingen und noch ein bisschen das schöne Wetter genießen. Solange wie das noch geht, bis das Video hier online gestellt wird von mir, ist es wahrscheinlich eh irgendwie Dezember oder so. Und dann werden wir an diese schönen milden Tage, also relativ mild, was haben wir, 14 Grad, ist schon mild, ja, werden wir an diese Tage sehnsüchtig zurückdenken. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo es uns hier genau jetzt lang verschlägt. Ich weiß, hier runter geht es nicht. Da hinten rüber geht es zur Autobahn und das hier wird auch ein Autobahnzubringer werden. Von daher glaube ich, wenn wir hier lang fahren, sollte das für uns hinhauen. So, hier stehen noch die ganzen Bagger, aber ihr seht, die Straße, die sieht schon wunderbar aus. Und dann fahren wir mal ein Stückchen. Das hier ist auch so eine ewige Baustelle. Wo wir jetzt gerade lang fahren in diese Richtung, da wurden zwei neue Brücken gebaut. Und das dauert jetzt mittlerweile, lasst mich nicht lügen, 3 Jahre. Ja, ich glaube, seit 3 Jahren ist das Ganze jetzt im Gange und die Brücken sind endlich fertig. Alles, was noch fehlt, ist jetzt hier der Autobahnzubringer, der diese Umgehungsstraße hier noch mit der Autobahn verbindet. Und dann ist endlich alles fertig gebaut. Ja, gut Ding will Weile haben. So, ja, ich fahre dann einfach mal hier. Wir schauen mal, wo es mich hin verschlägt, ob ich wirklich da rauskomme, wo ich rauskommen möchte. Das ist schon sehr angenehm. Schaut mal hier. Das ist die Autobahn und da vorne ist jetzt die Autobahnbrücke, von der ich eben gesprochen habe. Und da wird das hier noch irgendwo angebunden. Vielleicht kann man das schon erkennen, aber ich glaube, wir fahren einfach unter der Brücke durch, wenn es geht. Und ja, wir erkunden einfach mal. Ja, ist ja auch mal schön. Stört ja keinen, es arbeitet keiner mehr. Straße ist fertig. Da kann ich ruhig mal mit dem E-Scooterchen hier langsam rüber tuckern. So, was haben wir hier? Einen kleinen Weg. Der sieht sehr, sehr klein aus. Das ist auf jeden Fall kein Weg hier rechts für die Autos. So, jetzt fahren wir hier unter die Autobahnbrücke. Ja, doch. Ah, ja, genau. Das sieht gut aus. Hier sind wir richtig. Schaut sie euch an, die Straße ist im Prinzip echt schon fertig. Ne? Hier wird nur noch rechts und links ein bisschen hier die Abflussrinnen und sowas noch fertig gebaut. Also genießen wir mal hier die Fahrt über unsere private Umgehungslandstraße. Ach, so entspannt wird es hier nie mehr werden. Nee.
Tja, entspannt. Ich bin heute Morgen auch schon entspannt mit dem Dacia Spring eine Runde gefahren, habe ein Video gedreht über die Reichweite im Herbst. Ich habe ja schon so einen Reichweitentest gemacht. Das war im Frühling, so bei 17 Grad. Und habe das Ganze heute nochmal gemacht bei 5 bis 7 Grad. Und wollte mal schauen, wie sich auf gleicher Strecke, bei gleicher Geschwindigkeit eben der Verbrauch verändert, sagen wir mal, der Verbrauch erhöht. Und ich werde das Ganze nochmal machen bei Minustemperaturen richtig im Winter. War schon ein sehr, sehr interessantes Ergebnis, so viel will ich sagen. Ich war überrascht. Ob positiv oder negativ, sage ich nicht. Das Video findet auch ihr dann in der Playlist Elektromobilität. Alles hier unterm Video verlinkt. Ja, da könnt ihr meine ganzen Elektromobilitätsabenteuerchen euch gerne anschauen mit den ganzen verschiedenen E-Scootern, die E-Auto-Testfahrten, ganz viel mit meinem Dacia Spring, Elektroauto und. Also gerne abonnieren, lohnt sich, kommt immer ein neuer Nachschub. Es gibt noch so viel zu testen und zu erleben und zu entdecken. So, ich entdecke jetzt da hinten mit meinem scharfen Adlerauge Fußgänger. Ja, die sind hier auch unterwegs. Und links von uns, da spielen die Hunde auf der Straße. Sieht aus wie eine kleine Treibjagd. Ja, ist schön. Schöne Umgehungsstraße, da freuen sich die Leute. Das ist eine Umgehung von Saarlouis-Rhoden, wem das irgendwie was sagt. Denn dort durch den Ortskern, boah, da fahren ja unglaublich viele Autos und die ganzen Rodener Anwohner sind da zurecht, machen da drei Kreuze. Wenn endlich hier die Umgehung fertig ist, kann ich sehr gut verstehen. Und die lässt sich dann auch mit Sicherheit entspannter auch für die Autofahrer fahren, als das jetzt durch den Ortskern durch ist. Ja, das ist schon eine ganz gute Sache. Ist halt schade, ne? Wieder ein bisschen Grünfläche weg. Rechts von uns, das kann man hier nicht sehen, hinter dem Grün, da ist die Saar, der Fluss. Links von uns ist Bundesstraße auch, die dann durch den Ort durchführt oder durch den Ortsteil von Saarlouis. Und hier haben wir echt eine hervorragende, schöne neue Straße. Ich kann jetzt gar nicht so genau verorten, wo wir genau sind, wie weit es denn noch ist. Naja, wir schauen einfach mal. Übrigens hier mein neues Setting, was vielleicht auch den Ton etwas anders klingen lässt, ist mein neuer Winterhelm in Anführungszeichen. Denn ich habe überlegt, im Winter, ich habe ja jetzt schon morgens Temperaturen so von 4 Grad gehabt. Ach, schaut her. Hier kann man sehen, wenn ich mal kurz hier anhalte, da könnt ihr hier das Wasser sehen und da ist auch eine Brücke, die da hinten über die Saar drüber geht. Also weiß ich schon, wo wir sind. Hier kann man jetzt echt wunderbar langfahren. Also hatte ich schon sehr kühle Temperaturen morgens und habe mir so überlegt, wie kann ich das denn für mich angenehmer gestalten? Wie kann ich mich besser schützen bei der Kälte, die da vorherrscht? Und er hatte auch gute Tipps von euch bekommen, zum Beispiel in Richtung Snowboard-Helm oder Skihelm oder sowas. Und habe mir die auch angeschaut, bin dann aber zum Schluss gekommen, die waren mir irgendwie ein bisschen zu teuer gewesen, so ordentliche. Und habe mich dann für einen Motorradhelm entschieden. Ich habe jetzt einen ganz normalen Motorradhelm auf dem Kopf, also kein Integralhelm, sondern einen, der vorne quasi offen ist, aber ein vollflächiges Visier hat, das ich runterfahren kann, sodass ich da auch gut gegen den Wind geschützt bin, aber auch sehr gut trotzdem sehen kann. Und das hat sich bisher echt gut bewährt. Kopf ist warm, Ohren sind warm, Gesicht ist geschützt. Ich muss sagen, sehr, sehr angenehm, nachdem die kleine Überwindung geschafft war, auf dem E-Scooter mit so einem dicken Motorradhelm zu fahren. In Anführungszeichen dick. Ja, aber dann geht das schon. Es ist, die Funktion ist wichtiger als das, was andere denken. Also für mich auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch schon bald am Ende angekommen. Also hier bin ich schon zu Fuß gelaufen. Das weiß ich noch. Dann dachte ich nämlich, hier links steht ein Haus. Dachte ich, der freut sich bestimmt riesig, dass jetzt hier die Schnellstraße direkt hinter sein Haus gebaut wird, obwohl er eigentlich so eine ruhige Lage hatte. Hier nur ein bisschen Fluss, bisschen Grün und jetzt plötzlich fahren hier, keine Ahnung, 3000 Autos am Tag vorbei oder so. Naja, es können nicht immer alle glücklich sein mit den Lösungen, die irgendwo realisiert werden. Zack, zack. So, ja, hier sieht es jetzt arg nach Baustelle aus. Und da sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Ja,
Hier ist standardmäßig Bundesstraße gewesen. Die ging dann hier links hoch. Da hinten ist die auch jetzt abgesperrt noch. Heißt für uns, das war die verbotene Straße, die, naja, ich sag mal noch verbotene Straße. Ihr habt es ja gesehen, man konnte richtig schön da drüber fahren. Jo, war doch soweit schon mal ganz nett. So, jetzt hier nicht in den Zaun reinkesseln nach Möglichkeit. Elegant durchgeschlängelt und, ja, wo will ich denn jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Ich verrate es euch. Hier vorne hin auf jeden Fall nicht. Ich drehe noch mal. Das ist die falsche Strecke, die falsche Richtung für mich. Da komme ich auch auf der falschen Seite hoch. Wir fahren jetzt hier vorne rechts rum, so wie die Bundesstraße normal verläuft. Und dann kommen wir direkt nach Saint-Louis Richtung Innenstadt rein. Ja, Gott, es ist wirklich ein schöner Abend. Heute Morgen war es richtig kalt, noch 5 Grad. Dicker Nebel, als ich mit dem Dacia Spring da rumgefahren bin. Aber jetzt, das Näschen läuft mir zwar ganz, ganz leicht, aber die Sonne geht gerade langsam unter. Und das ist echt schön. Och. Ich bin gestern schon so eine kleine Runde gefahren. Bin dann meine Freundin von der Arbeit abholen gefahren mit dem E-Scooter. Also ich habe den E-Scooter dann ins Auto gepackt. Aber das war richtig toll, was ich da alles gesehen habe. Fledermäuse, Rehe, wirklich ganz cool. Ein Reh 4 Meter weg von mir. Ich bin stehen geblieben und wir haben uns einfach mal so eine Minute angeschaut. Das ist gar nicht weggelaufen. Kaninchen, die da rumgehoppelt sind. War sehr, sehr schön. Das macht immer wieder Spaß. So, willkommen Kreisstadt Saint-Louis. Und damit verlassen wir dann auch den ganzen Baustellenbereich und sind wieder hier auf den regulären Wegen unterwegs. Fahren dann hier auch direkt mal auf den Radweg. Ja, und damit neigt sich das Video schon dem Ende zu, aber ich will euch noch einen schönen Ausblick zeigen. Und der wäre hier. Na, schaut euch das mal an. Den Ausblick, den liebe ich. Sonnenuntergang, der Fluss, Schiffchen. Ist es nicht schön? Ja, das ist sehr schön. Das wird mir alles fehlen. Jetzt im Winter, ich könnte im Winter, den würde ich ja am liebsten überspringen, ne? Diese dunkle Jahreszeit, kalt und, nee, wer braucht denn das? Ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Aber hilft ja nichts, kommt so oder so. Gut, ja Leute, ich würde sagen, damit schließe ich dann hier diese kleine E-Scooter-Fahrt mit meinem Ninebot Max G30 D2 im Oktober 2022 über die verbotene Straße, die Umgehungsstraße. Bedanke mich fürs Zusehen und sag nochmal, wer mehr sehen will, gerne Kanal abonnieren, unten in die Playlist schauen, Elektromobilität. Ups, versehentlich geklingelt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Me Applecat. Ja, ich würde mich freuen. Also, macht's gut.